Ich zeige euch, wie ihr das Maximum aus euren Bildern rausholen könnt und trotzdem noch authentisch schöne Bilder habt. Und später im Video habe ich auch noch einen Bonustipp für euch. Aber starten wir mal mit der ersten Aufnahme. Ich war jetzt mit einer Reisegruppe in Finnlands Osten unterwegs und haben aus gut geschützten Hütten diese tollen Tiere da fotografiert, Braunbären. Das ist natürlich schon ein ziemliches Highlight, wenn man sowas sehen und aufnehmen darf. Und wir haben da das Glück gehabt, dass nicht nur die Bären im Schnee aufgetaucht sind, sondern zusätzlich, dass es einmal geschneit hat und das Ende April. Also sehr cool, gefreut mich besonders. Schauen wir uns an, was man da machen kann. Ihr seht, die Aufnahme ist ein bisschen zu dunkel. Ich schaue, dass es auf der Kamera immer vom Histogramm her passt, dass es im hellen Bereich nichts abgeschnitten ist. Das nächste, worauf ich achte, ist der Hintergrund. Also mir kommt das Bild ein bisschen schief vor, wenn ich die Bäume da betrachte. Das heißt, ich würde das gerade so ein bisschen gerade ausrichten. So circa. Und dann gehe ich weiter vor mit den Lichtern Tiefen. Die Passable an. Man sieht da bei den Tiefen kommen auch die Schneeflocken besser zur Geltung. Bei den Schneeflocken ist es wichtig, dass ich den möglichst schön einbaue. Ich zeige euch dann auch noch, wie ich da vorgehe, um die noch besser zur Geltung kommen zu lassen. Klarheit gehen wir ein bisschen nach oben, da trennt sich das auch so ein bisschen auf und wird noch ein bisschen klarer. Hast du ja Klarheit? Dynamik gehen wir ein bisschen rauf und dann meine Lieblingskurve, die Gradationskurve. Da machen wir das einen leichten S-Bogen rein. So, da circa. War ein bisschen zu viel nach unten. Und wenn wir da jetzt schauen, vorher, nachher, das ist vorher, das ist nachher, vorher, nachher, vorher, nachher. Das Weiß leuchtet einfach nur deutlich stärker und das ist natürlich ein wunderschöner Eindruck, wenn einfach die Kontraste zwischen hell und dunkel stark sind, dann ist das Bild einfach viel stärker. Eine kleine Schärfung nehmen wir vor, also die Standardschärfung, und die wollen wir aber nicht überall anwenden, weil wir wollen die Schneeflocken und den Hintergrund nicht schärfen und deshalb müssen wir maskieren. Das heißt, wir gehen auf die Alt-Taste oder Option. Und dann gehen wir mit dem Regler nach oben und alles, was weiß ist, wird geschärft, alles, was schwarz ist, bleibt unangetastet. Beim Radius gehe ich ein Stück nach unten, bei den Details nach oben, also 0,8 und 80 ist so ein guter Richtwert, finde ich. Genau. Und dann können wir uns noch anschauen, ob wir von den Farben her was machen wollen. Da gehe ich gern so vor, dass ich bei Dynamik-Sättigung ganz raufgehen und nachher eben mir eine Farbbalance auswähle, die gut funktioniert. Und ja, das ist eigentlich eh schon so ganz gut. Ich kann noch ganz unten bei Kalibrieren, kann ich noch die primären Blauwerte so ein bisschen an Pep in die Farbwelt bringen. Wenn ich die Sättigung der primären Blauwerte anhebe, dann strahlen die Farben teilweise noch so ein bisschen stärker. Nicht nur Blau, sondern auch die anderen Farben. So schaut das jetzt schon mal ganz gut aus, aber fertig sind wir noch nicht. Und zwar werden wir noch die lokalen Geschichten anpassen. Also wir werden einerseits beim Bären selbst was anpassen. Also wir werden da das Auge ein bisschen hervorheben und das machen wir mit einem Pinsel, und in dem Pinsel kommt Weiß nach oben, Licht ein bisschen nach oben und die Gradationskurve wird auch angewendet, und da gehen wir so vor, dass wir das Augenlid unten und den hellen Teil, dass das so ein bisschen stärker zur Geltung kommt. Und das zweite sieht man auch noch, das hat auch Reflexionen. Das Wichtige bei Tierbildern ist nämlich, wenn das Auge schön sichtbar ist und wenn das leuchtet und Reflexionen hat. Ich werde jetzt mit einem zweiten Pinsel, mit einer Gradationskurve, die Lichter vom Fell
noch ein bisschen hervorheben. Dann zusätzlich Klarheit und Weiß nach oben. Das heißt, so ein paar Details möchte ich mit diesem Pinsel hervorheben. Und ich gehe da hauptsächlich über die hellen Fellbereiche, weil wenn ich über die hellen Bereiche gehe, dann bleiben die dunklen so wie sie sind und ich habe dann noch einen stärkeren Kontrast in meinem Bild und das macht mir noch eine schönere dreidimensionale Wirkung. Wenn ich mir das jetzt anschaue, das ist ohne die Pinsel und das ist mit, ohne, mit. Und ich finde, man sieht da einen wunderbaren Unterschied. Das ist genau das, worauf ich hinaus will. Viel mehr möchte ich auch schon nicht mehr machen, weil sonst wird es schon langsam unnatürlicher. Genau. Eine Sache, was ich noch verstärken möchte, sind die Schneeflocken. Die sind so schön, die würde ich gerne noch ein bisschen herausarbeiten. Die Sache ist jetzt die, wie wählt man die Schneeflocken aus? Und probieren wir es einmal mit der Luminanzauswahl. Wenn ich jetzt nur da reingehe, dann sehe ich, leider lassen sie den nicht sehr präzise auswählen. Egal wie ich das die Luminanzauswahl verschiebe, wir immer ein bisschen was drumherum auch haben. Und weil nicht alle gleich hell sind, da habe ich einige ausgewählt. Und das Problem ist, manche sind heller, manche sind dunkler. Und da muss ich wirklich so vorgehen, dass ich das selbst manuell mache. Und Schneeflocken verstärken tun wir mit einem Pinsel. Und da gehen wir auf weiche Kante, gehen wir auf 5 oder 10, also ganz, ganz wenig weiche Kante. Und dann gehen wir mit Dunst auf minus 40 circa, also relativ stark Dunst entfernen und ein bisschen mit Lichter nach oben. Und da schauen wir mal, wie das Ergebnis ist. Dann klickt man da hin und ich versuche, den Radius von der Schneeflocke zu treffen. Und genau. Und versuche dann, die wichtigsten Schneeflocken da so ein bisschen zu verstärken. Und ich werde jetzt einmal das schnell abspielen lassen und da weitermachen. Und dann seht ihr nachher gleich das Endergebnis. Nochmal zusammenfassend, zuerst habe ich die allgemeinen Anpassungen gemacht, wo ich die Tonwerte, also Hell-Dunkel-Werte angepasst habe. Anschließend habe ich Details verstärkt, habe die Farben korrigiert und versucht, die in Balance zu bringen. Und später habe ich dann mit lokalen Anpassungen das Fell hervorgehoben, dass da die Struktur schön zu sehen ist. Und das Auge aufgehellt, um die Reflexionen da drin besser sehen zu können. Und zum Schluss habe ich die Schneeflocken noch verstärkt. Und so habe ich mein fertiges Ergebnis, mit dem ich ganz zufrieden bin. Das ist eine sehr rasche Art, Bilder zu entwickeln. Ich brauche in der Regel nur wenige Minuten pro Bild. Das zweite Bild, das ich euch zeigen möchte, ist dieses hier von den Birkenen. Wir starten ähnlich wie beim vorherigen Bild so, dass wir mal die Helligkeit anpassen, Lichtertiefen, dann gehen wir mit der Klarheit drauf, Gradationskurve für mehr Pep, Farbbalance, ein bisschen kühler kann es sein, Vordergrund ist kühler, der Hintergrund ist wärmer. Sieht man auch hier,
dann ist es nicht ganz gerade, das sehen wir am Vordergrund, also an der Schärfeebene. Die Schärfeebene muss immer gerade sein. Und jetzt haben wir natürlich ein Element, das gefällt mir gar nicht, und das sind nämlich da hinten diese wilden Büsche da. Also die haben genau vor diesem kleinen Busch gekämpft. Man könnte jetzt natürlich sagen, das lasse ich, das stört mich nicht. Ich finde es relativ unruhig persönlich. Um die Büsche im Hintergrund kümmern wir uns gleich. Zuerst werden wir noch ein paar lokale Anpassungen machen, bei den Augen zum Beispiel. Also wir gehen da rein und gehen nochmal auf 100% und dann schauen wir uns an mit einem Pinsel. Klarheit gehen wir ein bisschen nach oben. Weißlicht der Klarheit und Gradationskurve. Und dann können wir vielleicht wirklich sogar auf 200% gehen und dann heben wir das Auge etwas hervor. Weiche Kante. So, dann die roten Rosen. Der Schnabel ist auch sehr wichtig. Aber ein paar Details heben wir eben hervor. Und beim zweiten Vogel das gleiche. Der ist ein bisschen weniger dominant von seinem der ist ein bisschen weniger dominant von seiner Position her, und deshalb würde ich den auch nicht so stark herausarbeiten wollen wie den anderen. Ganz sanft gehe ich da jetzt mit dem Pinsel noch drüber, um auch seine Federn, dann also das Gefieder noch ein bisschen hervorzuheben. Und jetzt schauen wir vorher, nachher. Genau. Wie bekomme ich das im Hintergrund jetzt weg? Das einzig Sinnvolle ist, dass wir in dem Fall ins Photoshop wechseln. Und wir gehen dann auf Bearbeiten in Adobe Photoshop bearbeiten. Ich würde jetzt einmal so vorgehen, dass wir eine Auswahl machen der Birkhähne. Diese kopieren wir dann auf eine eigene Ebene, dass sie nichts überlagert, und dann nehmen wir einen Teil aus dem Hintergrund. Das heißt, wir wählen einfach da diese beiden Objekte aus. Wir gehen da mal auf Objektauswahl und dann wählen wir den ersten Vogel aus und dann wählen wir den zweiten Vogel aus. Mit der gedrückten Shift-Taste kann ich da Elemente hinzufügen, und ich sehe, dass die Auswahl nicht sehr, sehr perfekt ist. Also sie erkennt einiges, aber nicht alles. Also da sieht man, das Wichtigste erkennt sie, wird erkannt. Da der Teil, den hat sie nicht erkannt, und den würden wir jetzt einfach selbst noch mit einem, da können wir eigentlich jedes Zauberstabwerkzeug, naja, nicht ganz, dann müssen wir es Lasso verwenden. Also wieder mit gedrückter Shift-Taste fangen wir da diesen Bereich vom Birkhahn ein. Es ist jetzt nicht ganz wichtig, dass wir da perfekt genau die Konturen haben, aber das Wichtigste sollte ausgewählt sein. Genau. Und wir drücken jetzt einmal Steuerung J, so Control Command J, und haben dann eine neue Ebene. Und jetzt gehen wir so vor, dass wir vom Hintergrund, also wir wollen von diesem Teil etwas über diesen Bereich drüber legen, beziehungsweise könnten wir jetzt in einer neuen Ebene, also ich kopiere das nochmal, Steuerung J, den Hintergrund, da könnten wir jetzt probieren, ob das funktioniert, wenn wir beispielsweise so eine Auswahl machen und dieses inhaltsbasiert füllen.
Im Prinzip schaut das schon recht okay aus. Der Bereich ist natürlich nicht ganz schön. Das heißt, da können wir jetzt da für diesen Bereich, für diesen kleinen Bereich, da ist es sehr heikel. Da müssen wir noch einen Übergang schaffen und das machen wir so, dass wir da eine Auswahl machen, eine so circa und das wieder auf eine neue Ebene kopieren, wieder mit Steuerung und Command J oder Command J. Und das ist ja quasi, wenn wir uns das nur alleine anzeigen, ist das nur das Eckel da und das schieben wir jetzt nach drüben. Das heißt, das brauchen wir jetzt an der Ebene, die brauchen wir die Ebene und die dann mal da oben drüber und dann die Bierkähne noch. Das schaut jetzt dann natürlich ein bisschen unrealistisch aus. Damit sie die Struktur nicht wiederholt, werde ich das mit Command T für transformieren. Transformieren. Das heißt, ich spiegel das Ganze einfach und ziehe das auf die andere Seite. Dann schaut das ein bisschen anders aus. Und dann platziere ich das so, dass das einigermaßen dazu passt von der Struktur her. Ja, irgendwie so würde ich sagen, schaut ganz okay aus. Kann man kleiner machen, damit es noch besser passt vielleicht. Genau, und jetzt schaut es ja wieder sehr unrealistisch aus, weil ich so ganz harte Kanten habe. Wichtig ist, dass ich jetzt eine Maske mache und den Übergang fein gestalte. Das heißt, jetzt brauche ich eine Maske und mit einer weichen Kante und dann gehe ich auf die schwarze Farbe und pinsel dann diesen Übergang hinein. Ich fange von außen an und beginne da zu pinseln. Also unten brauche ich jetzt nicht viel machen. Genau, da ist es wichtig, dass da die Schärfeebene nicht gebrochen ist. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, dann schaut es eigentlich ganz gut und ganz realistisch aus. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ist die Auswahl bei den Federn. Die wirkt nicht sehr schön. Also die könnte man noch verfeinern. Da müssen wir aber zum Bierkahn selbst gehen und dann machen wir wieder eine Maske und verstecken diese Bereiche. Also dann gehen wir auf Schwarz und dann verstecken wir diese Pixel da. Also das ist, da arbeiten wir wirklich ganz im Feinen und dass der Hintergrund da durchscheint. Ja, genau. Und so würde ich da eben vorgehen. Also, um nochmal zusammenfassend das zu zeigen, wir haben begonnen mit diesem Bild. Das hat hinten das für mich störende Gebüsch drauf. Dann haben wir die Ebene kopiert, um darauf zu arbeiten und später gegebenenfalls sowas zurückholen zu können. Das ist auszubringen. Dann haben wir mit inhaltsbasierter Füllung gearbeitet, was auch sehr spannend war, dass das relativ gut funktioniert hat. Also mit Abstrichen natürlich in den Übergangsbereichen war es eher so mittelmäßig. Dann haben wir einen Teil vom linken Hintergrund herauskopiert und überlagert. Und zum Schluss haben wir noch das Gefieder dieses Bierkans verfeinert, um den Hintergrund sichtbar machen zu können. Es gefreut mich, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.